Wir unterscheiden zwischen einer Prediction, das bedeutet Vorhersagen basierend auf Korrelationen, die wir in den Daten finden, und Kausalinferenz, das bedeutet die Bestimmung und Berechnung von kausalen Effekten. Also intuitiv ist es halt ein Unterschied, ob zwei Variablen A und B sich miteinander bewegen sozusagen oder ob A die Ursache von B ist, also dass B auf A folgt. Und die meisten kennen ja wahrscheinlich den Satz Correlation is not causation. Und genau diesen Unterschied machen wir auch. Warum das jetzt im Unternehmenskontext wichtig ist, wir sagen, diese Unterscheidung ist wichtig, da die meisten strategischen Fragen und auch organisatorischen Fragen und Entscheidungen, die getroffen werden, kausale Fragen sind. Um strategische Entscheidungen zu treffen, fragen wir uns eigentlich immer nach dem Effekt von verschiedenen Handlungsalternativen, die uns zur Verfügung stehen, und versuchen dann abzuschätzen, und im Business-Kontext wäre das natürlich im Rahmen der organisatorischen Ziele, versuchen wir abzuschätzen, was der Effekt der Handlung ist und welche dann die beste ist, für die wir uns entscheiden. Beispielsweise, und das ist eigentlich, finde ich, ein ganz aktuelles Beispiel und Thema, könnte ein Personalmanager oder eine Personalmanagerin sich fragen, ob das vermehrte Einführen von Telearbeit sich positiv auf die Produktivität von MitarbeiterInnen auswirkt. Und die zugrunde liegende Frage hier ist, was ist der kausale Effekt von vermehrter Telearbeit auf die Produktivität der MitarbeiterInnen? In vielen Unternehmen heutzutage nutzen ihre großen Datensätze und halt maschinelles Lernen, um Entscheidungshilfen für diese Art von Fragestellungen zu schaffen und in diesen Situationen zu haben. Und klassische Machine Learning-Ansätze basieren allerdings rein auf Korrelationen, also den Predictions, von denen wir sprechen. Und vereinfacht gesagt, nehmen diese also Algorithmen als Input einen Datensatz und ein Ergebnis, also das Ergebnis, was einen in der Fragestellung interessiert. In dem Beispiel von vorhin wäre das die Produktivität dieser algorithmustrainierten Machine Learning-Model. Und diese Model kann man dann neue Daten einspeisen und bekommt sehr präzise Voraussagen über das zu erwartende Ergebnis. Und diese Fähigkeit, sehr exakt Muster und sehr präzise Muster in Daten zu erkennen und daraus präzise Prognosen zu erstellen, hat dazu geführt, dass Machine Learning industrieübergreifend für verschiedenste Entscheidungen eingesetzt wird. Wenn wir aber jetzt berücksichtigen, dass die meisten Fragen im Unternehmenskontext eigentlich kausale Fragen sind, stellt sich die Frage, wie passend diese Methoden sind, um unsere strategischen, organisatorischen Fragen eigentlich zu beantworten und eine gute Entscheidungshilfe zu sein. Für Kausalinferenz ist es eigentlich immer wichtig, also man braucht immer ein Modell, damit meine ich kein Machine Learning Model, sondern ein Modell mit kausalen Annahmen, das eigentlich immer von sogenannten Domain Experts, von Personen, die sich in dem Umfeld gut auskennen, am besten bereitgestellt werden kann. Und dabei geht es darum, im Grunde um kausale Annahmen, die man über den entscheidungsrelevanten Kontext trifft, in einem Modell darzustellen. Und das ist beispielsweise auch wichtig, wenn wir über Experimente reden. Man könnte ja sagen, okay, ein Experiment ist kontrolliert und wir haben eine Treatment- und eine Kontrollgruppe, aber selbst dort gehen wir davon aus, und auch das ist eine Annahme, dass unser Treatment einen kausalen Effekt auf unser Ergebnis haben, was uns interessiert. Und auch das ist eine Annahme, die wir, bevor wir dieses Experiment starten und designen, die wir treffen. Also wir haben 15 Interviews mit Data Scientists und ManagerInnen von Firmen gesprochen, die sehr stark mit dem Thema Big Data und Machine Learning sich auseinandersetzen. Und bei den Firmen waren sowohl sehr große Unternehmen, teilweise Tech-Unternehmen, teilweise auch nicht dabei, als auch Startups und mittelständische Firmen, sehr gemischt. Die Firmen kamen aus Europa, Asien, den USA, also wir hatten eine sehr, sehr gemischte Gruppe. Und neben den Tech-Firmen waren aber auch Firmen aus Retail- und Consumer-Goods-Bereich dabei, aus Tourismus, aus der Gesundheitsbranche, aus der produzierenden Industrie und auch Consulting-Firmen. Und es war halt besonders interessant,
interessant zu sehen, dass das Thema auch auf verschiedenen Ebenen relevant ist und nicht nur jetzt bei Tech-Firmen, was man vielleicht zuerst annehmen würde. Und dann haben wir unsere InterviewpartnerInnen zum Thema Causal Machine Learning befragt. Insbesondere hat uns dabei interessiert, wo sich die Anwendungsbereiche von kausalem und klassischem Machine Learning unterscheiden. Das heißt, was für eine Rolle spielt kausale Inferenz in der Praxis tatsächlich? Welche Methoden benutzen Data Scientisten für welche Fragestellungen? Und werden kausale Fragen auch tatsächlich mit kausalen Methoden beantwortet? Oder sind es immer noch vorwiegend Korrelationen, die dort als Entscheidungshilfe hinzugezogen werden? Und dann haben wir auch versucht, ein bisschen schon in die Zukunft zu schauen, versuchen Firmen, planen Firmen in Kausalinferenz zu investieren, möglicherweise in Methoden, aber auch in Talent oder Kooperationen mit anderen Firmen oder mit Universitäten oder Forschungsinstituten. Sehr, sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite haben wir Firmen, die sich schon mit dem Thema auseinandersetzen. Und auf dem anderen Spektrum hatten wir auch Interviewpartner, für die das Thema sehr neu war, aber bei denen großes Interesse da war. Insgesamt kann man aber sagen, dass bei so gut wie allen Firmen das ein Thema von vielen ist und es oft kleine Data Science Teams sind, die sich damit beschäftigen, wo es einige Experten gibt, die das ganze Thema quasi so bottom-up versuchen, im Unternehmen voranzutreiben. Also es ist noch ein Nischenthema, aber es scheint schon ein sehr, sehr großes Interesse zu geben, weil es auch einfach gewisse Frustrationen mit herkömmlichen und klassischen Machine Learning Methoden gibt. Und ich denke auch durch das Book of Why einfach dieses Thema sehr präsent geworden ist und viele, gerade Data Scientisten, das als logischen nächsten Schritt für ihre Arbeit ansehen. Genau, man muss aber sagen, es ist ein Thema, was sehr stark bei den Data Scientisten liegt, wenig im Management, zumindest soweit wir das gefunden haben. Und genau das wäre auch ein Punkt, wo man wahrscheinlich in Zukunft auch ansetzen müsste, um das Thema etwas breiter ins Unternehmen zu bringen. Interessant und auch einfach wichtig finde ich einfach diese Erkenntnis der Wichtigkeit der ManagerInnen in diesem Prozess. Einfach auch im Grunde genommen die Manager wieder zurück ins Boot zu holen und auch diese Trennung zwischen Data Science und Management etwas aufzuheben. Und ich finde das eigentlich eine interessante Erkenntnis, dass das Wissen, was wir Menschen haben, eigentlich immer noch extrem wichtig ist, abgesehen von der starken Rechenkraft, die wir haben und von den immer besser werdenden Algorithmen. Und was ich einfach schön finde an dem Thema, ist, dass kausales Wissen und über kausale Zusammenhänge nachzudenken so etwas Natürliches für uns Menschen ist, dass wir es eigentlich schon gar nicht mehr als solches bewusst wahrnehmen die meiste Zeit. Aber diese Argumentation, die wir bringen über wie strategische Entscheidungen getroffen werden, scheint so logisch, wenn man darüber nachdenkt, wie wir selber Entscheidungen treffen, dass es immer ein Abwägen von kausalen Annahmen ist. Natürlich nicht immer total analytisch und mathematisch und wahrscheinlich treffen wir auch falsche kausale Annahmen, während wir schnell Entscheidungen treffen. Aber das ist halt, wie wir Entscheidungen treffen. Und ich glaube, wenn wir wirklich daran interessiert sind, bessere Entscheidungen und vor allem nachhaltig bessere Entscheidungen und robuste Entscheidungen zu treffen, glaube ich, kommen wir nicht drum herum, einfach diesen Aspekt unseres Denkens mit einzubinden und versuchen, auch Maschinen damit einzubinden. Man sieht, es ist ein wirklich wachsendes Thema in der Industrie. Man sieht, immer mehr Firmen beschäftigen sich damit. Es ist immer noch ein Nischenthema, aber trotzdem sieht man einfach, dass es wichtiger wird. Und ich glaube, auch immer mehr Praktiker und Wissenschaftler setzen sich mit dem Thema auseinander und beginnen zu verstehen, dass das Warum
auch wichtig ist, dass es nicht ausreicht, einfach nur zu beobachten, was in der Welt passiert. Und gerade mit großen Datensätzen ist es mittlerweile gar nicht mehr schwer, irgendwo eine Korrelation zu finden. Aber dass es auch wichtig ist, warum Dinge entstehen. Und ich denke schon, dass es auch einfach insgesamt als Data Scientist für das Verständnis wichtig ist, sich mit Kausalinferenz auseinanderzusetzen, mit der Logik dahinter. Und wir sehen auch, dass zum Beispiel der Turing Award auch an Wissenschaftler geht, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und zum Beispiel Joshua Bengio oder auch Judea Pearl natürlich sagen, dass das ein wichtiger nächster Schritt im Computer Science Bereich ist, um künstliche Intelligenz wirklich intelligenter zu machen, besser einsetzen zu können. Und ich glaube, dass das halt gerade auch fürs Unternehmen gilt.